Einen wunderschönen guten Morgen, Berlin. Nur noch einmal schlafen und dann ist auch schon Weihnachten. Das bedeutet für euch heute die allerletzte Chance, um nochmal bei mir hier anzurufen und eure Geheimtipps für ein unvergessliches Weihnachtsfest weiterzugeben. Bevor wir das machen, hören wir aber erstmal ein bisschen Musik. Wir starten mit einem echten Klassiker, Driving Home for Christmas, neu interpretiert von Jonathan. Na, wo verbringt ihr dieses Jahr das Fest der Liebe? I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Hey, mein Sohn, hier ist Mama. Also, das bist du natürlich. Aber ich dachte, ich erwähne es nochmal. Wir haben uns ja richtig lange nicht gehört. Und ich wollte, also wir, dein Vater und ich, wir würden uns richtig, richtig freuen, wenn du dieses Weihnachten nach Hause kommen würdest, also zu uns. Jan und Anna kommen auch und ich habe so gedacht, es könnte doch so richtig nett sein, die ganze Familie mal wieder zusammen zu haben. Oder was denkst du? Wir jedenfalls würden uns von ganzem Herzen freuen, dich zu sehen. Also überleg dir das mal. Ich weiß ja, du bist sehr beschäftigt, aber es wäre voll schön. Ciao! Das auch. Hallo Noah, herzlich willkommen. Einen schönen Tag, okay? Danke. Ja, warte mal kurz, Mia. Wie geht's dir eigentlich? Ja, geht, danke. Also, das tut mir ja wirklich so leid. Das ist ja das erste Weihnachten ohne... Und dann kannst du auch nicht mal zu deiner Familie fahren. Ja, aber das wird schon. Also, wenn du wirklich so Hilfe brauchst, so finanzielle Hilfe, ja, dann sagst du echt Bescheid, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ja. Naja, na gut. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag, ne? Ja, ciao. Ciao. Tschüss, mein Schatz. Und Leon, wie schaut's aus bei Ihnen? Ich brauche diese Berichte bis 16 Uhr auf meinem Schreibtisch. Pünktlich. Das schaffen Sie doch wohl, oder? Ja, klar. Shit. Hey, jede Maus. Hotter als dein letztes Tinder-Date. Ja, okay, die letzte war ein bisschen fail, aber. Ey, Leon, erinnerst du dich noch? Ja. Ey, Leon, Jaka, hast du den Witz verpasst? Was ist denn mit dem? Ja, mega witzige Story. Ich hör nicht zu. Ey, Jungs, ich muss noch rein. Okay, dann will die Berichte bis 16 Uhr haben. Der muss auch den ganzen Tag arbeiten, ey, wirklich. Der soll mal chillen, ey. So ich
hoffe, Sie haben sich noch nicht allzu viel vorgenommen für nach den Feiertagen, denn wir fangen hier direkt wieder an. Sie sind mein bester Mann, Leon. Auch wenn Ihre Abgaben immer wieder zu spät kommen. Mal eben, ihr beiden. Ich hatte eine Idee, die ich voll schön finde. Und zwar habt ihr morgen schon was vor? Ich möchte euch sehr gern zum Weihnachtsessen einladen. Nur, wir kennen uns ja schon sehr gut, aber ich würde dich auch gern besser kennenlernen, Mia. Was denkst du? Ich habe den Kater von der Weihnachtsfeier immer noch nicht ausprobiert. Das war so wild. Der Thorsten aus der Buchhaltung, hast du den gesehen? Nee. Komplett abgeschmissen. Wirklich? Auf dem Tisch getan ist und alles. Ja, ja. Absolut Wilddecker. Mega witzig. Ja. Komm. Eine. War irgendjemand von der Bahn dabei? Happy Hour einzuleiten. Aber ich sehe gerade, wir haben schon unseren ersten Anrufer hier. Hallo? Wen habe ich denn da in der Leitung? Hallo, ja. Hier ist der Arnold. Hallo Arnold, wie schön, dich hier zu haben. Was ist denn dein Tipp für uns heute Abend für ein gutes Weihnachtsfest? Ich hoffe nie schon wieder die Waikiki Bar, die hat man nämlich gestern Abend schon im Programm. Nein, keine Bar. Ich bin hier auf einem Kirchturm und so eine tolle Aussicht. Ich stehe hier oben und erkenne, dass es völlig egal ist, was da unten geschieht. Meine Probleme sind zwar nicht weg, aber mein Kopf ist frei. Und ich vergesse sie manchmal glatt dann. Die Einsamkeit, meine ich. Oh, wow. Arnold, ich muss sagen, das war wirklich mal ein besonderer Tipp. Ich danke dir recht herzlich. Dann geht's einem immer gut, oder? Cheers, Männer. Komm. Das lobe ich mir, das schmeckt gut. Sag dir mal was. Wahre Männer haben keine Angst vor Einsamkeit. Die umarmen die Einsamkeit. So, dann auch noch einen Schluck. Cheers. Sagt man immer so schön, warum nicht gleich das Bier heiraten, oder? Meine Probleme sind zwar nicht weg, aber mein Kopf ist frei. Und ich vergesse sie manchmal glatt dann. Die Einsamkeit, meine ich. Rest your head, close your eyes. For Christmas. Look at